Hallo Leute, grüßt euch. Hier ist die Crazy Mama. Wir schreiben das Jahr 2020. Es ist Januar, der 18. oder sowas. Ne, der 19. Naja, Januar auf jeden Fall. Ich dachte mir, ich zeige euch ein wenig von meiner Wohnung. Die hat sich nämlich verändert und verändert, aber dann doch nicht. Und naja, wie es halt so ist im Leben mit der Veränderung, die nicht so offensichtlich ist. Also dann geht's mal los mit dem Badezimmer. Ja, hier an dieser Stelle, da hatte ich vorher einen riesengroßen Ständer stehen, nämlich einen Handtuchständer. Ich dachte mir, damit kriege ich mehr Ordnung. Da habe ich mich leider Gottes getäuscht, denn die Kinder haben dort wahllos Handtücher übereinander geworfen, statt und dann hingen irgendwann 20 Handtücher auf diesem Ständer, der hier stand. Ja, das war richtig schrecklich. Also der hat den ganzen Platz hier ausgefüllt, dieser Ständer, und war immer zugelagert und ja, außerdem zu eng. Sehr teuer war dieser Ständer, der ja hat bestimmt 100 € gekostet und das wirklich ganz tollem Erlenholz. Aber naja, er steht jetzt ganz woanders. Ich habe dann einfach für meinen Sohn, das sind jetzt alles meinem Sohn seine Handtücher, obwohl, da hat irgendjemand meine Handtücher hingehängt. Ja, irgendwie, die Familie versteht es einfach nicht richtig, was zu was richtig gehört. Man muss alles immer und immer wieder erzählen. Manchmal denke ich mir, ich muss Zettel hinhängen. Also wirklich, ich mache es irgendwann mal einfach mal wieder Zettel hinhängen, damit jeder versteht, wem was gehört. Das ist einfach so ein Stückchen Holz, das ich hier befestigt habe an diesen Haken. Die Haken, die waren schon immer da, schon als ich eingezogen bin. Das Holz an Makramee befestigt und da passen zumindest zwei Handtücher ganz gut hin. Ja, diesen Stuhl da, das ist so ein Recyclingstuhl. Der sollte weggeworfen werden. Das ist ein Stuhl für Schlagzeugspieler. Der ist ein bisschen kaputt, aber wenn man ihn ständig durch die Gegend bewegt und so, dann hält er ganz gut. Da setze ich mich ab und zu mal drauf. Und oder, ja, die Kinder schmeißen ihr Zeug da drauf. Oder ich halt jetzt gerade. Meine kleine Pflanze, mein kleines Kaktuslein. Ja. Diesen wunderschönen Toilettendeckel, den hat meine Tochter bemalt. Ich wollte immer mal einen schönen Toilettendeckel haben, aber kein Geld dafür ausgeben. Ja. Ich halte Ordnung. Das ist immer nett, sowas zu lesen. Das ist so ein kleines Mantra. Ich halte Ordnung, ich halte Ordnung, ich halte Ordnung. So. Naja. Badezimmer und seine Ordnung. Diese Produkte, die kriege ich noch nicht ganz aus meinem Leben raus, weil meine 14-jährige Tochter ist voll der Meinung, dass sie ohne sowas nicht auskommt. Ansonsten, ich persönlich benutze immer noch Seifen für meine tägliche Pflege. Mein Mann auch, der benutzt andere Seifen als ich. Ich stehe nicht ganz auf diese Seifen, aber ab und zu benutze ich die auch. Was da sind, Olivenöl. Olivenölseifen. Ja. Ansonsten, was die Haarwäsche angeht, benutze ich halt immer noch ganz gerne diese Steine hier. Das sind so Rasul heißen die, Rasul oder Fes-Steine. Die löse ich mir in Wasser auf, diese Steine. Ja, sieht man das? Ah ja, hier. Genau, davon löse ich mir ganz viel in warmem Wasser auf, mache mir so einen Brei. Ja, und gieße mir dann einfach so über die Haare und dann kann ich meine Haare wunderbar kämmen damit und brauche keine Spülung dafür. Die einzige Spülung, die ich ab und zu benutze, das ist ein Liter Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig drin. Ja. Das da ist der schöne Wäschehaufen. Sieht man ihn? Wäschehaufen, der Wäschehaufen. Nein, man sieht ihn nicht.
Das ist ein ganz altes IKEA-Regal, das jetzt gerade geschmückt wurde, weihnachtlich. Ach, mal sehen, Licht aus. Die Weihnachtsdeko. Kurz vor Weihnachten habe ich meinen Korb gestaltet. Das ist ein Schalkorb. Den habe ich mir gestaltet, kurz vor Weihnachten, um nämlich dort oben, ja, die Weihnachtsdeko anzubringen. Dort oben hingen nämlich meine ganzen Schals letzten Jahre. Und dort oben im Gezweig, das immer noch dort hängt, waren dann auch so Tannenzweige und alles Mögliche, was halt zu Weihnachten gehört, aufgehängt. Und jetzt hängt halt eben noch die Lichterkette dort. Das kommt aber auch bald weg. Ja. So. Die meisten Leute sagen, oh, in deiner Wohnung steht so viel Zeug rum und warum hast du alles offen rumstehen und so. Sagen die meisten Leute und ich sage immer, ja, meine Garderobe ist deswegen offen, weil es mich nervt, wenn ich immer irgendwas zuziehen oder aufziehen muss, wenn ich mir einfach nur eine Jacke rausholen möchte. Also und so weiter. Und ja, diese ganze Unordnung, die entsteht, immer wegzusperren, halte ich halt ein bisschen für heuchlerisch. Manchmal tue ich es auch so, aber letztendlich ist es heuchlerisch. Warum sollte denn irgendjemand nicht sehen, dass da Toilettenpapier drauf liegt? Das ist doch nichts Schlimmes. Ja, und Unordnung hat jeder ja letztendlich irgendwo. Ja, da sind immer die ganzen Mützen so kindgerecht, so in Kinderhöhe, damit das Kind schön an die Mützen rankommen kann und an die Schals und so weiter. Und hier hängt eigentlich nur Zeug von mir und meiner einen kleinen Tochter, sonst hat hier niemand was hängen. Im Winter ist es immer mega proppenvoll. Ich habe hier einfach, der Einfachheit halber, habe ich hier einen Schrank auf einen Schrank gestellt. Ich nenne das immer Möbel zweckentfremden. Also meine Schwester, die wollte das hier wegschmeißen und irgendjemand anderes wollte das da wegschmeißen und ich habe mir beides geholt und diese beiden Gegenstände haben schon in allen möglichen Varianten irgendwo gestanden. Ja, und das. Ich hatte halt hier Platzmangel in dieser kleinen 70 Quadratmeter Wohnung, in der wir halt zu dritt, meistens zu viert wohnen. Da muss man halt dann irgendwie ein bisschen erfinderisch sein. Heutzutage ist ja Tiny Houses so in aller Munde und das hier ist auch Tiny Wohnung. Das hier zum Beispiel, das ist so ein Kinderelement, ja. Und da sind jetzt zum Beispiel in der untersten Schublade befinden sich jetzt die Kartoffeln drin. Gar keine Kartoffeln mehr drin, sind leer. Oh, ja. Also, bei uns wandern die Möbel immer von einem Ort zum anderen, je nachdem, wie man es gerade braucht. La la la, la la la. Der Bogen von meiner Tochter hat auch einen Platz gefunden an der Wand. Das Ding hat Ewigkeiten irgendwo rumgelegen. Und letztens dachte ich mir, dieser Nagel da oben, der ist doch toll. Den benutze ich einfach mal. Ja, jetzt hängt der Bogen da. Mein Schlafzimmer hat sich auch ein wenig verändert. Ich habe dann endlich mal ein paar Sachen rausgeschmissen, die mich da so gestört haben. Ein bisschen Luft. Da hängt noch ein bisschen Weihnachtsdeko. Das sind die selbst gebastelten Weihnachtssterne aus Leder. Ich hatte noch so Lederreste. Und da habe ich dann einfach ein paar Weihnachtssterne so ausgeschnitten. Das war ziemlich anstrengend, weil ich keine vernünftige Schere hatte. Ja. Meine Gitarre, auf der ich ab und zu mal spiele. Tolle Playstation. Das Bild hier, das habe ich geschenkt bekommen von meinem lieben Neffen. Und das hat sein Großvater gemalt. Da bin ich ganz froh damit, mit diesem tollen Bild. Und das da, das habe ich geschenkt bekommen. Auch geschenkt bekommen von einer ganz tollen Frau.
Da war ich auf einem Bazar, einem Dritte-Welt-Bazar, und ich war so begeistert von dieser Stickerei, dass die Frau mir sie geschenkt hat. Und das halte ich in Ehren. Und irgendwann nähe ich mir vielleicht mal ein Kissen daraus. Das kommt dann als Kissenbezug, aber ja, das wird noch. Ich spiele ja ganz gerne Trommel, und das da ist meine Trommel aus Irland. Die habe ich schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Spiele sie äußerst selten, liebe sie aber trotzdem, und deswegen bleibt sie noch bei mir. Ja. Bidim. Diese Pflanze ist schon älter als ich. Aha, die habe ich dieses Jahr mal abgeschnitten und gekürzt und wieder neu eingesetzt. Ja, das sieht man nicht so ganz genau. Oder sieht man das? Keine Ahnung. Ah, es ist verdammt dunkel. Naja. Solche Pflanzen stehen auch manchmal in Banken rum. Auf jeden Fall hat meine Mutter mir die geschenkt damals. Und die hat auch schon, als ich ein Kind war, in der Wohnung rumgestanden. Es gibt so Pflanzen, die überleben halt einfach lange. Und wenn wir schon bei Pflanzen sind, da habe ich noch eine Pflanze, die ist auch schon ziemlich alt und ziemlich lange in meinem Leben. Das ist der Benjamin hier. Ja, der war auch recht klein, als ich den bekommen habe. Der war auch schon oft Weihnachtsbaum, der Benjamin. Weihnachtsbaum und Osterbaum. Da freuen sich die Kinder, wenn sie einfach mal den Benjamin schmücken können. So als Osterbaum oder als Weihnachtsbaum. Besser gesagt, ein Kind freut sich im Moment noch, das Kleinste von mir und uns. Ja. Das ist ein Schlaf. Ein Schlafbüro. Ein Schlafbüro, Wohnzimmer. Tja, so ist das, ein Schlafbüro, Wohnzimmer. Das gehört zum Büro. Ja, wahrscheinlich das nicht, aber egal. Ordnung ist das halbe Leben, Unordnung die andere Hälfte. Meine Tochter hat das hellste Zimmer, aber sie mag es nicht, das hellste Zimmer zu haben. Ich hätte es sehr gerne, aber das Schlafbüro-Wohnzimmer passt einfach nicht in dieses kleine, wunderbare, helle Zimmer rein. Das ist echt schade, denn ich liebe dieses Zimmer. Das andere Zimmer ist so scheiße und dunkel. Ja. Und hier steht auch eine Pflanze, oder besser gesagt unsere Pflanze, die Avocado. Die haben wir letztes Jahr, haben wir die angezogen, und die ist jetzt schon so groß und wächst so tüchtig vor sich hin. Ich finde das so toll. Kriegt da ganz neue Triebe, kriegt sie hier und da. Und die habe ich auch schon ein paar Mal beschnitten und alles, damit sie ins Gleichgewicht kommt. Und ach, die ist so schön. Ja. Die Avocado da. Ja, so ist das Leben in einer kleinen Wohnung. So, hier darf ich nicht zu so viel filmen, weil das ja meine Tochter ihr Zimmer ist und die mag das nicht so gerne. Oh, hier ist alles ganz dunkel. Kinderzimmer, Schlafzimmer, noch nicht gehellt. Ja, okay. Das war jetzt ein klitzekleiner Exkurs. Und vor allem wollte ich ganz gerne mein Geäst zeigen. Das war mir total wichtig, weil ich habe irgendwie immer so Holz um mich herum am liebsten. Ja, da habe ich zum Beispiel auch ein ganz tolles Holz, das da. Das schleppe ich schon seit Jahren mit mir rum. Das ist einfach ein Wurzelholz, das ich immer und immer wieder für verschiedene Dekorationszwecke benutze. Ja, das da war jetzt eine Weihnachtsdekoration. Man sieht es gar nicht genau. Es ist echt schwierig, so das so aufzunehmen. Alles. Okay, vielleicht wird das andere, das nächste besser. Schauen wir mal. Ich verabschiede mich jetzt. Macht's gut, Leute. Love and Peace. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.